Kann ich mit Vollendung des 65. Lebensjahres und einem Grad der Behinderung von 50 auch ohne 35 Jahre Wartezeit in eine Altersrente für schwerbehinderte Menschen gehen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ich habe heute am 20.07.2023 eine Mail bekommen von einer Dame, die hat geschrieben, oder fragt Folgendes an: Kann ich mit 65 Jahren und 70% Behinderung in Rente gehen, ohne die 35 Jahre Wartezeit zu erfüllen? Gerne auch mit Abschlag, besten Dank und so weiter. Meine Antwort hierzu: Schauen wir doch einfach mal kurz in das Gesetz rein, und zwar in den Paragraphen 37 SGB 6, gesetzliche Rentenversicherung. Hier steht Folgendes: Altersrente für schwerbehinderte Menschen. Versicherte haben Anspruch auf Altersrente für schwerbehinderte Menschen, wenn sie das 65. Lebensjahr vollendet haben, bei Beginn der Altersrente als schwerbehinderte Menschen anerkannt sind und die Wartezeit von 35 Jahren erfüllt haben. Das ist relativ klar und eindeutig, wenn sie zu Beginn der möglichen Altersrente mit dem 65. Lebensjahr, die 35 Jahre Wartezeit nicht erfüllt haben, können Sie diese Altersrente nicht in Anspruch nehmen. Das ist nicht möglich. Ja? Die anderen Voraussetzungen, die haben Sie ja möglicherweise erfüllt: 65. Lebensjahr und Grad der Behinderung von mindestens 50 liegt bei Ihnen vor. Bei Ihnen ist es 70. Aber ich habe da vielleicht noch eine ganz andere Idee, denn ich vermute, Ihre Frage geht da vielleicht auch noch in eine ganz andere Richtung. Denn Sie sind ja, wenn ich es richtig verstehe, gar nicht so richtig gesund. Ja? So, und Sie stellen sich natürlich die Frage: Kann ich jetzt vielleicht eine Rente bekommen? Ja, das ist vielleicht möglich. Und zwar die nach § 43 eine Rente wegen Erwerbsminderung. Denn die Rente wegen Erwerbsminderung, die setzt nämlich nur voraus, schauen Sie bitte mal hier, und zwar, das ist praktisch für die teilweise EM-Rente oder für die volle EM-Rente immer das Gleiche, dass Sie in den letzten 5 Jahren vor Eintritt der Erwerbsminderung 3 Pflichtbeiträge nachweisen können und vor Eintritt der Erwerbsminderung die allgemeine Wartezeit erfüllt haben. Und die allgemeine Wartezeit beträgt in Deutschland nach dem SGB 6, das schauen wir uns auch mal ganz kurz an, hier insgesamt, na, wo ist es? Jetzt gehen wir mal hier in die Liste rein von dem nichtamtlichen Verzeichnis, allgemeine Wartezeit, anrechenbare Zeiten und auf die allgemeine Wartezeit und, na, wo steht's? Hier sehen wir es auch nicht. Das ist ja richtig komisch. Die Wartezeiten, wo haben wir es jetzt hier? Muss ich nochmal gucken. Genau. Ach so, ja. Hier haben wir es in Paragraph 50. Für die Erfüllung der allgemeinen Wartezeit von 5 Jahren ist Voraussetzung für einen Anspruch, die Erfüllung der allgemeinen Wartezeit von 5 Jahren, hier haben wir es, ja, ist Voraussetzung für einen Anspruch auf die Regelaltersrente oder Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit. Das heißt also, gehen wir hier nochmal zurück in das nichtamtliche Verzeichnis und gucken nochmal rein in die anrechenbaren Zeiten. Auf die allgemeine Wartezeit und auf die Wartezeiten von 15 und 20 Jahren werden Kalendermonate mit Beitragszeiten angerechnet. Das heißt, für die Erwerbsminderungsrente reicht uns nach den gesetzlichen Vorschriften, hat ein bisschen länger gedauert, als ich gefunden habe, tatsächlich hier die allgemeine Wartezeit von 5 Jahren aus. Und wenn Sie mit dem GDB 70 wahrscheinlich dolle erkrankt sind, dann sollten Sie vielleicht darüber nachdenken, dass Sie hier gegebenenfalls statt einer Altersrente für schwerbehinderte Menschen eine Erwerbsminderungsrente erstmal beantragen. Sie fragen natürlich bei der Deutschen Rentenversicherung nach und holen sich eine allgemeine Wartezeit, Auskunft auch nochmal ein, ob denn wirklich nicht die 35 Jahre schon vorliegen könnten. Sollten die nicht vorliegen, dann müssen sie halt in den sauren Apfel beißen und erst später in eine Altersrente gehen, zum Beispiel in eine Regelaltersrente, oder aber Sie schauen einfach in dem Versicherungsverlauf nach, ob da irgendwelche Lücken sind, die Sie vielleicht noch füllen können, dass Sie doch noch die 35 Jahre vollkriegen, oder Sie beantragen, wie ich es hier mal erwähnt habe, nach § 43 SGB 6 einfach die Erwerbsminderungsrente. So, meine Damen und Herren, so einfach geht's.
Altersrente für schwerbehinderte Menschen brauche ich 35 Jahre Wartezeit, ähnlich wie die Altersrente für langjährig Versicherte, auch 35 Jahre. Ohne die 35 Jahre gibt es beide Altersrentenarten nicht. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.